Was bedeutet diese Ayah? Das wird Allah will euch reinigen, Leute des Hauses. Was reinigen? Von was? Dann haben einige Gelehrten gesagt, von Zweifel, von der Strafe, von der Sünde. Und einige Gelehrten haben gesagt, Ar-Rijs, Ar-Rijs. Das bedeutet jegliches Übel. Das ist alles, was schlecht ist. Das ist alles, was schlecht ist. Leute des Hauses, dann haben die Gelehrten drei Ansichten. Eine Ansicht, die sind die Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, weil die Ayat, die davor sind und die danach sind, die sind über die Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und es ist klar, wenn du sagst, Leute meines Hauses, wer sind Leute deines Hauses? Deine Frau und deine Kinder. Das ist doch klar. Und da gibt es auch die Ayah in Surat Hud, Barakallahu fikum. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayti. Das war die Frau von Ibrahim. Alayhi salam. Deshalb, Barakallahu fikum, das ist die erste Ansicht. Die zweite Ansicht, Barakallahu fikum, das geht um Ali, Fatima, Al-Hasan, Al-Hussein. Um diese. Und die dritte Ansicht, und dann haben einige Gelehrten auch das als die richtige Ansicht, sage ich jetzt, angenommen, und zwar wie Ibn Kathir und Al-Qurtubi, dann haben sie gesagt, das geht um die Frauen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und um Fatima und Hasan und Hussein und Ali radhiyallahu alaihim jamian. Und das ist gut, diese Ansicht. Wallahu ta'ala ala. Und eine Bemerkung ist hier wichtig. Als Umm Salama sagte, bin ich mit Ihnen? Der sagte, nein, du bist an deiner Stelle. Ja, das bedeutet, einige Gelehrten haben gesagt, du bist sowieso von meiner Familie. Das wird von Leuten des Hauses. Und du bist auf dem Guten. Und auf dem Guten haben einige gesagt, das bedeutet, du bist besser. Du bist sowieso besser. Und du gehörst auch zu meiner Familie. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Natürlich, Barakallahu fikum, haben einige Leute das auch genommen, indem sie gesagt haben, yutahirakum tatira. Das heißt, die Leute, Al-Hasan, Al-Hussein und Ali und Fatima, die sind fehlerfrei und die machen keinen Fehler. Und das stimmt nicht, das hat damit nichts zu tun. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dass sie zur Familie des Propheten zusammen gehören, ist selbstverständlich, da braucht man nicht zu diskutieren. Und auch die Frauen, dass sie zur Familie des Propheten Muhammad zusammen gehören, das ist eine Sache, die Fakt ist. Aber heißt das, dass sie fehlerfrei werden? Natürlich nicht. Keiner ist fehlerfrei. Keiner ist fehlerfrei. Barakallahu fikum, sagt Allah.